Jetzt auch Gruppe 1-Sieger. Dieser Trip hat sich mal so richtig gelohnt. Trotz leichter Bedenken Andreas Wöhlers ob des schweren Bodens in Rom, hat der von ihm unter anderem für Klaus Allofs trainierte Potemkin am Sonntag den Premio Roma und damit das letzte Gruppe 1-Rennen der europäischen Flachsaison gewonnen. Klug 1-2. Einmal mehr durfte sich am Sonntag Markus Klug nach einem Grupperennen freuen. Und dies sogar doppelt, denn im Herzog von Ratibor-Rennen waren seine Pferde Colomano und Castano auf den ersten beiden Plätzen. Dahinter belegte Peter Schirgens Enjoy VJ Rang 3. Mit Big Point in die Zucht. Startziel gewann die von Jean-Pierre Carvalho für den Stall Ullmann trainierte Amazona in Krefeld den Niederrhein-Pokal der Gruppe 3 und verabschiedet sich so mit einem echten Big Point in die Zucht. Sie wird nun abtrainiert, sagte Schlenderhans General Manager Gerhard Appelt nach dem Rennen.